Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Heute habe ich ein sehr gesundes und feines Rezept für euch. Ich zeige euch, wie man eine Tagine mit Miesmuscheln herstellt, das Ganze in einer traumhaft geschmacksvollen Tomatensoße und ist zudem ideal für den Iftar, denn es ist ein leichtes Gericht, das zudem sehr gesund, reich an Vitaminen, reich an Eisen und Eiweiß ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Zutaten rüber und schauen uns, wie wir diese leckere Tagine zubereiten. An Zutaten habe ich Miesmuschelfleisch, die habe ich bei einem griechischen Fischhändler gekauft. So wie sie sind, ohne Schale und bereits vorgekocht. Die findet ihr im Tiefkühlbereich. Vielleicht gibt es die auch in großen Supermärkten wie Kaufland oder Real. Da müsst ihr mal Ausschau halten. Des Weiteren habe ich Kräuter wie Koriander und Petersilie, Tomaten püriert oder fein gehackt. An Gewürzen habe ich Salz, Kreuzkümmel, Pfeffer und edelsüßes Paprikapulver, Zitronensaft, Salzzitrone, Tomatenmark, Knoblauch, Wasser und natürlich Olivenöl. Was ich immer als erstes mache, ist das Muschelfleisch nochmal genauer zu reinigen. Da entferne ich innen das Bärtchen, was man hier so schön sehen kann. Das zupfe ich einfach weg. Und zudem das Planktonsäckchen, was hinten so dunkel aussieht. Ich persönlich mag es nicht, deshalb entferne ich es immer. Das kann man aber auch dran lassen. Denn das ist eigentlich das, was die Muschel zuletzt aus dem Meerwasser gefiltert hat. Das enthält unter anderem Algen und ja, ist also sehr gesund. Wenn die Muscheln gut gereinigt sind, dann lasse ich sie noch abtropfen und kümmere mich in der Zwischenzeit um die Tomatensauce. Ich bereite dies natürlich in meine Tagine zu, das geht aber auch natürlich in eine große Pfanne oder Topf, das halt was ihr zur Hand habt. Und für die Soße gebe ich einfach alle Zutaten bis auf das Muschelfleisch nacheinander in die Tagine, um sie später aufzukochen. Den Knoblauch könnt ihr pressen oder sehr fein hacken. Die Salzzitrone habe ich entkernt und in sehr feine Würfel geschnitten. Und dann einfach alle Zutaten gut miteinander vermischen, die Tagine auf den Herd stellen und auf niedriger Stufe 20 bis 25 Minuten köcheln lassen. Ich stelle meine Tagine direkt aufs Kochfeld. Natürlich geht das nicht auf einem Induktionsfeld. Dafür gibt es diese Adapterplatten, die man dazwischen legen kann. Mein Herd ist übrigens auf Stufe 3 von 9 eingestellt. Das nur mal so als Richtlinie. Jetzt gebe ich noch das Muschelfleisch hinzu und vermische es unter.
An dieser Stelle gebe ich noch eine Peperoni. Dies ist aber optional und lasse es nochmal für weitere 10 bis 15 Minuten köcheln. Kurz vor dem Servieren gebe ich noch die Oliven hinzu, garniere es zum Schluss noch mit Zitrone und gehackter Petersilie. Et voilà, an dieser Stelle wünsche ich einen guten Appetit und wie wir auf Marokkanisch sagen, Bsaouraha. Also, wenn ihr das unbedingt mal nachmachen wollt, dann findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog unter www.atlasküche.com und probiert's unbedingt mal aus. Für alle Fischliebhaber ist es ein voller Genuss, das garantiere ich euch. Und ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt es mir in die Kommentare, wie euch dieses Rezept gefallen hat. Und falls du noch kein Abo meines Kanals bist, dann abonniere es kostenlos, um keine weiteren Rezepte mehr zu verpassen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!